Es ist die allererste Pressekonferenz der AfD-Fraktion im Landtag. So große Boxen stehen hier sonst nicht. Die Fraktion will gehört werden. Ich finde es schön, dass die Gerechtigkeit jetzt sozusagen obsiegt hat. Ich ärgere mich ein bisschen darüber und ich wundere mich darüber, dass es so ewig lang gedauert hat. Und ich kann Ihnen auch sagen, es hat sehr lange gedauert, bis ich unbelastet wieder in meinem Haus zu Hause war. Weil es ist ein komisches Gefühl, wenn man durch sein Haus geht und weiß, da waren 5 fremde Leute, die einem nichts Gutes wollten und haben praktisch die Privatsphäre beschritten. Wegen eines Facebook-Posts stand Volker Schnurbusch ein Jahr lang im Visier der Staatsanwaltschaft. Auf der von ihm verantworteten Seite des AfD-Landesverbands hatte jemand das verbotene Symbol der SA geteilt und die Methoden der NS-Organisation mit denen der Antifa verglichen. Die Staatsanwaltschaft sah darin eine strafbare Verwendung von NS-Symbolen, begründete damit nicht nur Durchsuchungen, sondern auch die Beschlagnahmung zahlreicher elektronischer Geräte. Zu Unrecht, wie das Landgericht jetzt entschieden hat. Der Durchsuchungsbeschluss sei rechtswidrig gewesen, heißt es in einem Beschluss des Gerichts. Schließlich sei es nachvollziehbar deutlich, dass sich der Teilende von SA und Antifa distanzieren will. Der Post richte sich nämlich sehr deutlich gegen beide Gruppen zugleich. Der Beschluss des Landgerichts bedeutet, dass der Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts, den die Staatsanwaltschaft vollstreckt hat, für rechtswidrig erklärt wurde. Damit ist die Maßnahme als solche für uns nicht weiter verwertbar. Und die Staatsanwaltschaft wird das Verfahren in Kürze einstellen. Die Staatsanwaltschaft will nun auch alle bei Volker Schnurbusch sichergestellten Daten wieder vernichten. Landtagspräsident Klaus Schlie äußerte sich heute nicht zur Einstellung des Verfahrens gegen einen der Abgeordneten.